Digga, das war, was war da denn los, Digga? Ein Cowboy geht zum Friseur, kommt raus. Was ist das denn für ein Clickbait, Alter? 10 Arten von Sitznachbarn und wir sind bei Nummer 5 und dieses Video ist gleich schon vorbei. Lange vor unserer Zeit. In einer Welt, in der alles so friedlich war. Da gab es auf YouTube eine Zeit, die nannte sich... Okay. Ich wollte jetzt eigentlich was Cooles sagen, mir ist aber so schnell nicht eingefallen. Deswegen sag ich einfach mal, ich fange einfach mal den Video an, ne? Was wir meine Freunde, ich soll gesagt haben, heute habe ich ein interessantes Video, würde ich sagen, denn ich mache hier schon ein bisschen. Oder nicht? Findest du nicht auch? Richtig. Ne, ich mache ja schon einige Zeit YouTube und da habe ich auch mit einigen YouTubern auch Videos gemacht. Und darauf werden wir heute mal drauf reagieren, beziehungsweise mal angucken. Wie auch hier zum Beispiel habe ich durch Zufall, weil jemand mir bei Instagram geschrieben hat mit diesem Video, hat mir gesagt, ah, das war so lustig. Ich denke so, what the hell, Alter. Stimmt, das gibt's ja auch noch. 4 Jahre, sehen wir gerade, ist das Video schon alt. Und zwar ein Video 10 Arten von Sitznachbarn mit Dougie Beach. Warte, lass mal ganz kurz gucken, wie alt genau das ist. 4,2 Millionen Views, Digga. Wow, läuft ja hart. Heute ist der 15.05.2019. Das war am 15.06.2014. Oh mein Gott, Digga, nächsten... What the hell? Digga, nächsten Monat wird das Video 5 Jahre alt. Wow, einige von euch sind nicht mal 5. Nein, Leute, also ich werde drauf reagieren. Wir gucken das mal zusammen an. Bevor wir es aber tun, abonniert, was ihr nicht abonniert, dass man einen Klick auf den Abonnieren. Button und einen Klick auf die Glocke, um auch ein Teil davon zu sein, wenn wir in 5 Jahren mal Videos angucken von heute. Sprinkle, Sprinkle Star. Nein, es würde mich freuen. Und falls ihr mal Bock habt, dass ich wieder Videos mache mit YouTubern, die auch schon lange dabei sind, dann lasst auch gerne mal einen Daumen hoch. Wir haben halt alle nicht mal wirklich so Kontakt, aber man hört sich immer gerne mal, ne? Also wenn man, übelst was ich meine. Also falls ihr Bock habt, dass ich mal ein Video mit denen mache, mit irgendjemandem, schreibt gerne in die Kommentare und einen dicken Daumen hoch. Aber ich würde sagen, wir gucken uns das Video einfach mal an, weil das ist ja auch interessant hier, ne? Weil wirklich, Hand aufs Herz, ich habe keine Ahnung, was in diesem Video passiert. Null. Ich weiß nur, dass Videos mit Dougie. Das ist alles, was ich weiß. So, 10 Arten von Sitznachbarn. Nummer 1. Der Spicker. Bevor ich irgendwas sage, Digga, ich habe keine Ahnung, wer diese Schrift gemacht hat, denn ich konnte sowas damals gar nicht, Diggi. Deswegen. Also, ihr ahnt schon, ne? Es geht darum, sitzt da. Guck, ich hatte irgendwann mal die Presse. Ich hab was vorbereitet. Ich hab Spicker. Digga, warte mal, Digga. Allein schon die Haare und so. Immerhin etwas. Ist das besser oder so? Ja. Sehr unauffällig. Das ist gut. Wo ist denn das doch? Ja, ja, ey. Raus, oh, Timo! Raus! Ist das raus? Ernsthaft, hat das jetzt kein Schwein irgendwie. Kennen wir von dir! Raus jetzt! Das bin ich von Ihnen gewohnt, Mann. Das machen Sie. Dankeschön. Ich sehe die einen schon wieder kommen. Digga, wow. Ich weiß nicht, ob man es gerade gehört hat. Ich hoffe, ich mache es später beim Schnitt ein bisschen lauter, dass ihr auch überhaupt versteht, was um die Video geht. Man hört richtig so hallig und so. Wir hatten keine Ahnung von Videos machen. Aber, Anmar, Digga, das ganze Design von diesem Video ist so richtig auf professionell Versuch wenigstens, Digga. Heutzutage haut man sich so eine Kamera rauf, einfach da, und reagiert auf alles Videos, was man damals mal gemacht hat. Richtig nice auf jeden Fall, aber wir hören mal ein bisschen weiter zu. Digga, damals war der Witz war immer noch witzig. Seien Sie jetzt endlich mal leise! Die ganze Stunde muss ich mir das schon anhören! Raus! Ich will das doch gar nicht! Ja, das sagt jeder hier im Unterricht! Die ist ja voll unentspannt, die Frau, ey. Für Sie geht aber das Gleiche, Simon! Nice, Digga. Das ist so, Digga, Leute, das ist so komisch, das zu sehen, weil, guck mal, man sieht jetzt uns, sag ich mal, ne? Und das ist 5 Jahre her. Und wir alle, die damals irgendwie zusammen Videos gemacht haben, sind alle so in verschiedene Richtungen gewachsen, gelebt und alles, ne? Und wenn ich zurückdenke, ich kann mich halt null daran erinnern, dass ich das gedreht habe mit ihr. Ich sehe ja das Video, ich weiß ja, dass es passiert. Ich habe es ja direkt vor mir. Aber so alles ist anders irgendwie. Guck mal, meine Haare, Digga, so Style, so, hä? So, what's happening, Digga? Was soll das? So, egal, Nummer 3, gucken wir weiter. Der Gangster. Ich weiß aber, dass viele Witze immer so, wir hatten immer die Ideen von Witze und das meiste war aber dann ein bisschen so Freestyle gewesen. Das war auch noch so, ey, ich hab voll Bock wieder auf Sketche, Digga. Boah. Voll Bock wieder auf Sketche. Ey, ich schon überhaupt keinen Bock auf die Scheiße hier. Was
aber wichtig für die Prüfung. Na, wichtig, wichtig. Ich bin wichtig. Warum geht das nicht an hier? Wie machen das? Mach mal schneller jetzt. Kaputt. Wie kaputt, ey? Kannst du sowieso nicht in der Klasse rauchen. Spinnst du eigentlich? Kaputt, ja. Ich hab bessere Idee für kaputt. Weißt du, was kaputt macht? Pass auf. Twerk mal für mich. Twerk mal. Was ein Wichser, Alter! Weißt du mal, so eine komische Frage, ja? Ja. Was machst du da so? Nichts. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll, ne? Aber ich schauke nicht. Hast du vielleicht irgendwie... Nein. Hast du noch nie was zugehört? Hast du vielleicht Lust, nein, zu treffen? Nein. Oh mein Gott, nein! Oh geil, Digga, was ein Scheiß, ey! Oh Mann, Nummer 4, der Unlustige! Richtiger Zeit ist jetzt schon. Oh, wie kommst du aus der Nase? Du machst aus der Nase. Also, ich hab gerade an einen Witz gedacht, ne? Den hab ich gestern gehört. Warte. Bevor. Oh mein Gott, Digga. Bevor ich jetzt weiter gucke, ich erzähle in diesem Video jetzt einen Witz, ne? Ich hab einen Witz, der seit Anbeginn der Zeit ist mein Lieblingswitz. Wenn der jetzt kommt, Digga, dann weiß ich auch nicht. Und zwar geht das so: Ein Cowboy geht zum Friseur. Kommt raus, Pony weg. Das ist so mein Standardwitz für alles, ne? Wenn ich einen Witz bringe, bringe ich den. Mal gucken, ob ich den jetzt da gebracht habe, Digga. Wenn ja, dann habe ich mich 5 Jahre lang nicht geändert und der Witz ist immer noch der gleiche beschissene Witz. Warte mal, lass mal gucken, was ich das sage. Geht ein Cowboy zu dem Friseur, ne? Geht raus. Was ist denn? Ich wollte nie im Leben, Digga. Pony weg! Nie im Leben, Digga! Oh mein Gott! Der ist schon immer geil, Digga. Mega! Oh Gott, Digga! Ey, Leute, ich sag's euch, Digga. Meine Scheißwitze haben sich nicht geändert, Alter. Wie hält man 5 Straßen davon ab, eine Frau zu vergewaltigen? Man wirft ihr einen Basketball zu! Kann man machen, der ist gut. Digga, das war. Was war da denn los, Digga? Ich bin Rennfahrer, guck mal. Oh mein Gott, guck mal, da vorne ein Ziel. Oh, ich fahre ein Ziel, Alter. Boah, bin ich beim Start. Nee, nein, das fand ich jetzt mal komplett gar nicht lustig. Also, wenn einer hier die Witze macht, dann bin ich das bitte, ja? Ich möchte bitte die Witze machen. Das war auch wirklich nicht lustig. Keiner hat dir gelacht. Nö. War schämt für dich. Krank, Alter. Warte mal, 10 Stück, Digga? Wir sind bei Nummer 5? Warte mal, Digga. Was ist das denn für Clickbait, Alter? 10 Arten von Sitznachbarn und wir sind bei Nummer 5 und dieses Video ist gleich schon vorbei. Sag mal, hörst du das? Ist das Tee? Ist ja wie ein Bombe oder sowas. Oh, aber jetzt hast du doch gehört, was ist das? So Leute, das war's. Okay, Digga, was? Okay, sag ich einfach mal nichts zu, keine Ahnung, was das soll. 10 Arten von Sitznachbarn. Digga, was bist du für ein Lügner? 10 Arten von Sitznachbarn. Mal gucken, ob Leute in die Kommentare geschrieben haben, warum sind das 10? Vor 2 Jahren, Simon hat den Bottleflip erfunden. Keiner sagt irgendwas von wegen, dass es gar nicht 10 sind. Läuft. Digga, vor 2, 3 Jahren, Alter. Ah, hier, vor 4 Jahren. Das waren doch nur 5 Arten. Video ist scheiße, es waren nur 5. Du hast in den Kommentaren, du hast gesagt, im Titel sind 10, aber es waren 5. Video habe ich trotzdem cool gefunden, aber jetzt finde ich scheiße, weil du hast einen Clickbait gemacht. Ach, Alter. So richtig diese, guck mal, das iPhone allein hier schon. Könnt ihr das sehen? Was ist das für ein iPhone? Schreibt mal ganz kurz in die Kommentare, welches iPhone das ist. Boah, Alter. Naja, auf jeden Fall. 10 Arten der Sitznachbarn von Dagi auf ihr Kanal. Und klickt auf. Das sieht auf jeden Fall sehr creepy aus hier gerade mit Blut. Aber ich muss sagen, das Video, es war halb witzig. Da waren alles witzige Sachen dabei. Ich fand es cool einfach so damals, dass viele immer mit vielen was gemacht haben. So, oh, der hat ja natürlich geändert, weil natürlich auch alle irgendwo leben in was ich wo. Ist halt so, aber Veränderung ist auch wichtig im Leben. Fand ich aber cool. Hat Spaß gemacht, was anzugucken. Da gibt es noch ein Video, sehe ich gerade auf ihr Kanal. Gucke ich jetzt nicht an. Copyright, wisst ihr, wie mein? Man weiß ja nie. Deswegen würde ich sagen, falls ihr noch mehr solche Reaktionen haben wollt auf alte Videos, die ich damals mal gemacht habe, zeigt es mir mit einem dicken Daumen hoch und wir sehen uns bald schon wieder. Euer Simon Desi. Ich hoffe, ihr habt Spaß, genauso wie ich. Und ganz wichtig ist auch zu sagen, geht ein Cowboy zum Friseur.
Gott, Digga, der Witz ist so ausgelutscht. Kommt raus, Pony weg. Geil, Alter.